Hallihallo, zurück bei Darksiders mit War, unserem kleinen Raufbold. Und wir sehen den Stygian dort hinten. Holen wir doch mal Ruin. Und ich denke, es gibt eine Cutscene, oder? Gibt es eine? Es war eine Cutscene. So, Ruin. Yep. Richtig, wir sollten erstmal ein paar Dämonen schlachten, den Stygian befreien, dann den Stygian umlegen, was ein bisschen dumm ist, weil wir eigentlich lieber den Stygian gefangen lassen wollen und ihn dann brutal vergewaltigen wollen. Chaos Eater Level Up. The Chaos Eater causes with energy and destructive power increases. Sehr geil. Das bedeutet, wir machen jetzt schönen Schaden. Der Stygian. Ich denke, gleiches Spiel wie eben. Pistole. Okay, scheiße. Das Teil hat einen Mundschutz. Kacke, das Teil hat einen Mundschutz. Ich kann nicht draufballern. Weil wir müssen ja innen drin auf dieses orangene Teil ballern. Das heißt, wir müssen es irgendwie... Au! Wir müssen irgendwie hinkriegen, diesen Mundschutz zu zerstören. Ich denke, das müssen wir mit dem Chaos Eater machen. Nein, du sollst da nicht in rennen. Och Mann, wir waren gerade an einer perfekten Posi. Okay. Ist gerade ein bisschen schwierig, an der Seite von dem Vieh zu bleiben. Ah, wir haben's. Okay, Mundschutz ist ab. Maulkorb weg. Das Vieh bleibt unter der Erde, an einer Position. Komisch. Okay, jetzt bewegt sich's wieder. Jetzt will es uns sicher zu breit zermampfen. Das mag unser War aber nicht. Okay, was gibt's jetzt? Ach du Kacke. Was ist denn jetzt los? Was sind das für kleinere Dinger? Okay, das sind jetzt kleinere Würmer. Ach du Kacke! Wir können zum Glück ein bisschen sprinten. Ich hoffe, die Viecher sterben auch mal irgendwann. Okay, wir haben wieder ein bisschen mehr Sprintenergie. Komm, 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 stirb! Wieso sterben die Viecher nicht? Ach du Kacke, halten die denn? Wie viel halten die Viecher denn aus? Ja, ja, komm, komm. Braves Vieh, braves Vieh. Ja, auf die Fresse gibt's! Mistvieh! Komm aus der Erde! Na komm, na komm!
Oh ne, jetzt gibt's wieder Baby-Mistviecher oder wie. Ne, scheinbar nicht. Hat keinen Bock drauf. Keine Baby-Mistviecher. Na komm, aus der Erde raus. Ja, was will denn der jetzt? Chris Impact Rounds, meine Pistole ist zu stark für dich. Du oller Eiernacken. Na komm, na komm. Oh, und der Stygian ist down. Und es gibt eine Menge Seelen und eine Heart of the Chosen. Summer requires this item for powerful arcane energy to unlock access to the Black Throne. Eine neue Lifestone und wir haben eine weitere Lifeleiste. Wir werden stärker und stärker. Natürlich weiß ich, was ich tue. Samuel ist doch unser guter Freund, oder Alter, nicht? Und hier gab es noch eine Seelenkiste. Gibt es noch irgendwo was? Aber ich muss wirklich zugeben, vergleichsweise, also wenn man den Bogen jetzt raus hatte, ging das Vieh jetzt genauso einfach wie das Vieh vorhin. Also es war einfach nur den Maulkorb abschlagen, die ganze Zeit reiten, reiten, reiten und schießen, schießen, schießen. Soll uns egal sein, wir haben den dritten Boss bisher gekillt, wir haben ein Heart of the Chosen mehr. Und es geht jetzt erstmal ab zu Samael, um uns unsere Belohnung abzuholen. Hey ho, Wulgrim. Bravo, Horseman. Even the ash-crawling Stygian lies dead in your wake. Who can stand against you? Wer gegen mich was ausrichten kann? Ich könnte mir vorstellen, also was der Watcher eben gesagt hat, ich kann mir vorstellen, dass Samael sehr mächtig wird durch diese ganzen Herzen. Aber ich meine, was sollen wir tun? Die Story ist so ausgelegt, dass wir ihm helfen. Die Story ist so ausgelegt, dass er der Einzige ist, der uns den Zugang zum Destroyer gibt. So leider, wir müssen den Boss killen und die Herzen an ihn weitergeben. Und wir sind jetzt gleich wieder im Scalding Gallow. Und da sind wir auch schon. Was ist das denn hier? Das scheint mir ein Feuervogel zu sein. Komm her. Das Impact Ground. Oh. Böses Vieh. Böses, böses, böses Vieh. Aber ich bin böser. Na, 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 ich bin böse. Ich bin böse. Verstehe. Ja, ja, ja. Na dann. Komm her, Ruin. Komm her. Also ich muss sagen, Ruin ist schon ganz nett. Außer auf so kleinen Ebenen, wo man nicht vernünftig reiten kann. Das ist dann schon ein bisschen doof. So. Und damit ist der Weg frei zu Samael. Diesmal ist auf der rechten Seite. Schauen wir mal, was er uns zu sagen hat.
tower. Silitha's web-infested lair is far across the great chasm in the Ashlands. Ruin has yet to regain much of his strength, but he will make the distance. As for Silitha, just get there, and she'll find you. The Broodmother is a collector of sorts. Most enter her realm. She feeds to her young, the ones she takes an interest in. Ah, those are the unlucky ones. Those she keeps alive, and they can live a long time. Long enough to tell her things. You could say she collects stories, information. What stories will she tell me about you, Samael? Careful, or your ending will be a tragic one. Sometimes the hero dies in the end. But Horseman, I like stories that have a happy ending. Now bring me the final heart. Okay, Destroy Silitha. Wir müssen scheinbar eine Spinnendämonenwächterin töten. Soulbridge. Walk now, access once dormant soul bridges. Charge ruin through their pillars to activate them. In Ordnung. Aber jetzt in Sachen Samael. Er scheint mir mittlerweile doch etwas übermütig, weil wenn wir sogar sagen, wir wollen was über Samael erfahren, dann wird er sofort aggressiv. Also, Mir kommt es vor, als würde er versuchen, uns davon abzuhalten, irgendwas über ihn zu erfahren. Und er will nur an die Herzen ran. Ganz im Ernst, mittlerweile habe ich doch das Gefühl, dass er irgendeine böse Rolle spielen will und uns eigentlich nur ausnutzt. Ich kann mir sogar, um ehrlich zu sein, sogar vorstellen, dass es so ist, dass... Also ist jetzt nur eine Hypothese auf meiner Seite, dass er uns ausnutzt, dass wir den Destroyer töten. Er hat seine Macht bekommen und er dann sozusagen der neue Dämonenherrscher wird, weil er eben diese Macht bekommen hat. Es ist nur eine Hypothese, aber ich kann es mir wirklich vorstellen. Machen wir mal Affliction. Jetzt sind es mittlerweile auf Level 2 schon 2 von diesen Geistern. So. Du, mein Lieber, darfst uns auch dran glauben. Sehr schön. Hier mal wieder. Ach, ganz im Ernst. Wieso gehen wir eigentlich hier lang? Wir haben ja eigentlich auch die Serpent Holes von Wulgrim und wir waren ja schon in Ashlands, da müssen wir sowieso vorbei. Von daher. Ach, ganz einfach. Ich beende hier den Part. Ich muss nämlich wieder zurück wegen Kunst. Und mach dann nachher, wenn ich die Ruhe habe nach der Schule. Weiter mit den Let's Play Teilen und bis dahin, euer Seeker, haut rein, viel Spaß beim Anschauen der nächsten Teile. Tschüss!